Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zum ersten Interview mit den bekannten ESL-Profis. Und zwar habe ich mir heute ESC Icybox eingeladen und zwar im Namen des Battlefield 4 Clans. Dabei ist der Bora und der Jan, die sich jetzt beide ganz kurz vorstellen dürfen. Jo, ich glaube, ich fange mal an. Ja, ich heiße, wie gesagt, Bora, 21 Jahre alt, wohne in Dortmund, spiele für ESC Icybox, beziehungsweise bin der Team-Captain und jo, ich reich mal rüber an Jan. Ich bin der Jan, 23 Jahre alt, komme aus der Nähe von Düsseldorf, spiele jetzt mittlerweile seit bald 8 Jahren Battlefield, spiele auch für ESC Icybox und bin der Co-Captain. Genau, danke auf jeden Fall kurz für die Vorstellung. Jetzt wisst ihr zumindest da draußen, wer die beiden so ganz grob sind. Was man am Anfang noch gleich dazu sagen kann, euer Team ESC Icybox, ihr seid ja noch nicht ziemlich lange Mitglied. Ihr wart ja davor im Team Acer. Da wäre jetzt vielleicht für die Zuschauer, die euch vielleicht noch als Team Acer kennen, weil der Wechsel ist ja noch nicht so lange her, oder? Nee, der Wechsel ist noch nicht so lange her. Man muss auch sagen, dass unsere Spielerverträge bei Acer letztes Jahr ausgelaufen sind und wir seit letztes Jahr, ach lass mich nicht lügen, Ende des letzten Jahres bis kurz vor 2 Wochen noch komplett ohne Organisation da standen. Und ja, aber dennoch war unser letzte Organisation Team Acer. Ja, Team Acer hat sich dagegen entschieden, weiter Shooter zu unterstützen. Die wollen mehr auf Spiele wie StarCraft und League of Legends setzen, weil sie da einfach mehr Potenzial sehen, auch nicht auf Counter-Strike GO. Und dementsprechend haben wir uns dann auch nach einem neuen Team umgesucht und umgeschaut. Okay, und was war jetzt da der Beweggrund, dass jetzt unbedingt zu ESC Icybox geht? Habt ihr davor schon in Form von Turnieren mit denen ihr Kontakt gehabt, dass es heißt, ja, die fanden wir sympathisch oder die haben davor schon mit uns gesprochen, gesagt, wenn mal irgendwas ist, dann holen wir euch dazu oder war das eher so eher was Spontanes? Ja, also ja, mach ruhig. Ja, ich kenn ESC oder auch einige Leute von ESC aus anderen Spielen, von zum Beispiel Shootmania und hatte da einige Kontakte hin. Und ESC ist auch so ein bekannterer deutscher Clan schon seit Jahren, die auch sehr gut aufgestellt sind und auch finanziell sehr gut aufgestellt sind, was für uns wichtig war. Nicht, weil wir irgendwie die Kohle verdienen wollen, sondern weil wir eben in Battlefield europäisch oben mithalten wollen. Und da ist auch wichtig, dass man dann auf internationale LAN-Events fahren kann und dass man da dann den entsprechenden Support auch bekommt. Ja. Und ja, so sind wir mit ESC in Kontakt gekommen. Und haben dann erste Gespräche geführt und das hat dann soweit auch gepasst vom Menschlichen und von den Vorstellungen und ja, so sind wir dann zusammengekommen. Okay, Bora, hast du noch was zu ergänzen dazu? Nee, ich schließe mich okay. Da Jan vollkommen. Okay, wunderbar. Die Zuschauer, wenn sie ESC Icybox kennen, werden ja wissen, dass da jetzt eben neben Battlefield 4, wie gesagt, Counter-Strike GO gibt, StarCraft 2, League of Legends, Quake und Shootmania, World of Tanks und da ist die Frage, ich bin mir ziemlich sicher, oder ich glaube zu wissen, sagen wir es eher so, dass es vor euch ja noch keinen Battlefield-Squad gab. Also ihr habt quasi den Battlefield-Squad zu ESC gebracht, oder? Richtig, ja. Okay, und sie sind auch soweit dann zufrieden mit ihrer Auswahl, dass sie euch gepickt haben dafür, oder? Also bisher, die, ja, so wie wir es bisher mitbekommen haben, sind die wohl äußerst zufrieden mit uns und durch die Ergebnisse, die wir bisher erbracht haben, ob es jetzt in der ESL ist oder halt offline auf der Northcom, die sind super zufrieden und wir fühlen uns auch sehr wohl. Was waren dann so bisher so Ergebnisse, die ihr eventuell schon präsentieren könnt oder sagen könnt, ja, da haben wir den und den Platz geholt oder in der Rangliste sind wir auf dem und dem Platz? Mhm. Die europäische A-Series in der ESL in 5v5 Domination in Battlefield 4. Da sind wir jetzt, glaube ich, seit knapp einem Monat die ganze Zeit auf Platz 1, führen dort mit mehr als über 100 Punkten auf den zweiten Platz und das kann sich schon sehen lassen, besonders weil die Konkurrenz halt ziemlich stark ist und die A-Series auch zur Qualifikation für die EMS One dient, die im nächsten Jahr anfangen wird. Okay, wart ihr schon mal bei einer anderen EMS One dabei in den letzten Jahren? Nein, waren wir noch nicht, weil die EMS One, das ist das erste Mal, dass die ESL eine EMS verkündet in Battlefield, generell okay. Denke ich. Ich denke, in Battlefield 2 war sie auch nochmal vertreten, aber danach lange Zeit nicht mehr, in Battlefield 3 auch nicht. In Battlefield 3 hatten wir die ESL Pro Series, aber dies ist ja lediglich ein nationales Event oder nationales Turnier. Genau, und die war ja dieses Jahr auch gar nicht mehr für Battlefield.
Richtig. Genau. Dann seid ihr natürlich heiß drauf, dass ihr dann beim ersten Start in Miss One gleich mit einem Start seid und unsere Landesflaggen dabei vertreten könnt. Genau. Und ja, du hattest gerade schon die NorthCon angesprochen, die war jetzt am letzten Wochenende. Und da kann man schon grob auf so ein paar Fragen der Zuschauer eingehen, die sich natürlich da die Fragen stellen, wie läuft das alles so im Hintergrund ab? Wie organisiert man so ein Turnier? Das ist vor allem speziell ja bei Offline-Turnieren, sei es jetzt, wenn die ESL die Finals offline macht in Köln oder bei der Gamescom gibt es ja auch die Turniere speziell und eben auch bei der NorthCon. Gleich die Frage vorweg, wie lang war das Turnier an sich? Also wie war die reine Spielzeit, die ihr hattet? Wie viele Tage? So knapp 2 Tage ungefähr, kann man sagen. Das Turnier ging freitagsabends los und ging bis ja sonntags früh morgens. Und wir hatten so, es waren recht viele deutsche Teams da, was sehr schön war. Es waren eigentlich alle besseren deutschen Teams da. Und es waren so ungefähr 10 Matches, die wir spielen mussten insgesamt auf der LAN. Okay, und wie habt ihr die 10 Spiele bestritten? Ich tippe mal ganz stark alle erfolgreich, oder? Ja, fast alle. Wir mussten uns leider im Halbfinale gegen unseren stärksten Konkurrenten in Deutschland geschlagen geben, Planetsea. Und mussten dann ins Loser-Bracket-Finale, konnten uns da durchsetzen und im Finale haben wir dann wieder knapp verloren gegen Planetsea. Das war dann recht anstrengend. Wir mussten lange warten, weil es da doch einige Verzögerungen gab. Und dann wurde das Finale um 4 Uhr morgens gespielt und ja. Aber wir waren recht zufrieden. Wir haben mit einem Stand-in und mit einem Backup-Spieler gespielt, weil 2 unserer Leute leider nicht konnten aufgrund von privaten Gründen oder aus beruflichen Gründen. Und dass wir trotzdem so gut mithalten konnten, auch gegen unseren ärgsten Konkurrenten, da waren wir schon sehr, sehr glücklich drüber, muss man sagen. Läuft es dann im Vorfeld anders ab, wenn ihr jetzt ja normalerweise werdet ihr, wenn ihr trainiert für das Spiel, sei es jetzt für die ESL und so weiter, ist dann im Vorfeld von so einem Offline-Turnier, trefft ihr euch dann nochmal speziell davor, um nochmal gemeinsam zu trainieren oder ist es auch quasi in den normalen Trainingszeiten, sage ich jetzt mal, dass ihr euch da vorbereitet und das nicht großartig anders handhabt? Also wir haben uns jetzt, wir haben ein bisschen intensiver trainiert vorher, weil wir auch gerade den Stand-In-Spieler mit integrieren mussten. Und gucken mussten, dass da die Abstimmung stimmt, denn auch im Battlefield braucht man das Teamplay sehr wichtig und dass man ungefähr weiß, wie der andere spielt und von dem her haben wir schon einige Schichten eingelegt vor der LAN und auch eigentlich vor allen wichtigen Turnieren oder so wird dann nochmal eine Runde extra trainiert. Ja. Und wie läuft dann so generell, so regulär so ein Training bei euch ab? Also meistens fangen wir so ab 18 Uhr finden sich die Leute so im Teamspeak ein, je nachdem auch wie manche arbeiten müssen, so ab 19 Uhr geht es eigentlich los und dann so bis 22 Uhr, wenn es länger dauert, auch mal bis 23, 24 Uhr. Das kommt ganz darauf an, wie die Leute arbeiten müssen und was so ansteht. Also es hängt dann auch davon ab, also meistens haben wir um 20 oder 21 Uhr ein offizielles Match innerhalb der Woche und ja, wie er schon sagte, abhängig davon, wie die Leute arbeiten müssen, fängt man dann um 18 oder 19 Uhr an. Ihr werdet ihr dann, springt ihr da auf ganz normale Server nur als Team oder habt ihr da oder gibt es da speziell jetzt für die ESL-Server, wo dann, ich sag jetzt mal, die besseren Spieler in Anführungszeichen sich dann treffen, um da zu spielen oder springt ihr da ganz normal auf die Public-Server? Nein, also wir haben da unseren eigenen Server. Auf Public-Servern ist es unmöglich zu trainieren wegen den anderen Spielern. Ja. Deswegen gehen wir da auf unseren eigenen passwortgeschützten Server und haben dort alle Zeit der Welt, um Taktiken, Laufwege, spezielle Moves oder was auch immer zu erlernen. Ja, so quasi kann man es dann so vergleichen, ihr habt quasi Leute aus eurem Team, macht dann da die verschiedenen Teams selber draußen, spielt dann so einfach dann theoretisch gegeneinander, ja, beziehungsweise spielen dann gegen andere Teams, genau, richtig. Okay. Wir suchen dann im ISC oder über sonstige Kanäle suchen wir Gegner und dann wird einfach gespielt und trainiert die jeweiligen Maps und was so gerade ansteht. Okay, wie oft ist dann so ein Training? Trainiert ihr dann täglich oder habt ihr so also feste Tage? Das heißt jetzt, wir trainieren jetzt Montag, Mittwoch, Freitag oder? Ja, jetzt in der Anfangsphase trainieren wir schon relativ viel. Also wir trainieren eigentlich 4-mal unter der Woche, abgesehen von Freitags und Sonntags. Mhm. Trainieren wir noch also 5 Tage die Woche. Gerade jetzt, weil es gerade losgeht und der Trainingsaufwand der anderen Teams auch recht hoch ist. Ich denke, das wird sich ein bisschen normalisieren später zu 3 Tage unter der Woche und sonntags, aber ja, ist einfach so, dass gerade viele gute oder gerade die Top-Teams, die Top 3, Top 4, die trainieren wahnsinnig viel und wenn man da nicht einigermaßen mithält, dann wird das schon schwieriger. Nee, am Anfang muss man ordentlich reinhauen. Okay.
Wie kommt man dann eigentlich jetzt dann dazu? Also am Anfang werdet ihr ja ganz normal euer Battlefield gespielt haben. Und wie kommt man dann in diese, ja, in diese, in die Clans oder in die Pro-Geschichte rein? Spielt ihr da auf Public Server und seid da einfach so gut, dass dann vielleicht andere, ja, Scouts unterwegs sind, die dann sagen, hey, der hat einen ziemlich guten Score, den schreibe ich mal an, den frage ich. Also quasi so eine Art Scouting-System. Also meinst du Oder, eher, ja. wie unsere Laufbahn war? Ja, genau richtig. Also ihr werdet ja auch ganz am Anfang haben und wie ist es dann, das ist wahrscheinlich vielleicht bei euch beiden verschieden gewesen, wie seid ihr dann quasi so langsam in die höheren Sphären des E-Sports angekommen? Ja, also, genau, ich fange mal an. Also, bei mir war das ja recht zufällig. Also, online spielen tue ich seit 2006. Da hat mir dann jemand auf einem Public-Server eine IP gegeben. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich mit der anfangen soll. Und meinte, ich soll mal raufkommen aufs TeamSpeak. Und so kam ich dann 2006 zu den bösen Schlümpfen. Ein reiner Call of Duty 2-Fun-Clan. So richtig competitive wurde das Ganze, als ich 2008 die Anfrage erhielt, ob ich nicht fürs türkische Nationalteam spielen möchte. Da waren dann so Spielerstars von SK Gaming oder von H2K. Und ja, Okay. so öffnete sich dann so Step by Step die nächste Tür, bis ich 2011 mir dachte, ich fange mal mit Battlefield 3 an. Und bin schließlich bei Terra Mind Factory gelandet und dort die erste Season der ESL Pro Series erfolgreich gespielt und sind mit dem gesamten Team rüber zu Team Acer und ja, mit demselben Team spiele ich jetzt immer noch. Ja, bei mir hat das angefangen. Ich habe auch ganz zu Anfang wusste ich gar nichts von der ESL oder irgendwas, sondern habe einfach ganz normal auf dem Public gespielt und dann war mir das irgendwann langweilig alleine zu spielen und dann habe ich mir so ein Spaßteam gesucht und habe dann mit denen gespielt und da haben dann einige irgendwann mal angefangen ESL zu spielen, einfach so rein aus Spaß und darüber bin ich dann in diese Schiene gerutscht. Ja, und mich hat einfach dieser Gedanke fasziniert. Ja, gegen andere zu spielen und gegen andere Teams auch zu spielen und ja, das so wirklich wettkampfmäßig zu betreiben und das auch, was ich heute noch weiß, einfach ja, quasi wie beim Fußball, dass man im Team ist, dass man gegen andere spielt, dass man sich misst und ja, einfach dann zu gewinnen. Und so hat dass ich dann 2008 nicht in die ESL gekommen und dann habe ich immer weiter und immer weiter gespielt bei immer besseren Teams und ich weiter hochgearbeitet, bis ich dann irgendwann bei Terra gelandet bin und bei Acer und ja, jetzt bin ich da. Habt ihr dann jetzt auch mal so Phasen eventuell, wo dann heißt, ja, meine Motivation ist weg, ich habe jetzt keinen Bock, oder macht es einfach so wahnsinnig viel Spaß, dass ihr da immer Bock drauf habt, ständig jetzt zum Beispiel Battlefield anzuspielen? Also, natürlich hast du deine Up and Downs, aber ansonsten ist es schon wichtig, dass du da die richtigen Leute im Team hast, die dich dann auch nochmal pushen und dich dazu bewegen, auch wenn du mal eine Down-Phase hast, das Spiel weiterhin zu spielen. Also, da kommt schon, wie Jan es gesagt hat, der Wettkampf, der die meisten so am Leben hält. Ja, wir sind auch, also wir kennen uns eigentlich auch im Real Life und wir haben uns ursprünglich nicht gekannt, aber wir haben uns dann häufiger gesehen. Kasam, also Bo habe ich jetzt glaube ich schon viermal im Real Life gesehen. Und einige andere aus dem Team auch. Und es bildet sich einfach so eine Gemeinschaft und es baut sich eine Freundschaft auf. Und dann gibt es auch, wenn es so Phasen sind, wo man dann halt nicht so viel Lust hat und also jetzt die letzte Woche nach der NordCon haben wir ein bisschen ruhiger angehen lassen einfach, weil jeder privat ein bisschen mehr zu tun hatte und dann haben wir auch mal was anderes gespielt, außer Battlefield, einfach mal ein bisschen Spaß gehabt. Und ja, das ist wichtig, dass man über solche Phasen hinauskommt und dann auch weiter drin bleibt und dann nachher wieder loslegen zu können und nicht die Motivation generell zu verlieren. Richtig. Genau, wunderbar. Ist es zum Beispiel jetzt bei euch, da ja ECIC-Box ein Multigaming-Clan ist, ist es dann so, dass da wirklich nur die einzelnen Squads unter sich jetzt miteinander zu tun haben? Oder ist es auch mal so, dass dann, was weiß ich, zum Beispiel der League of Legends Squad, dass man mit dem gequatscht wird oder dass man bei dem im Team einfach mal quasi so mit dabei ist, was weiß ich, zum Beispiel heißt es nur im Teamspeak, mit denen man am Quatschen ist, oder ist es wirklich so, man hat so diesen Deckmantel des Vereins über sich, aber trotzdem ist so jeder Squad für sich so einzeln unterwegs? Also an sich ist es, der letzte Satz trifft schon eher drauf zu. ESC hat jetzt sehr viele verschiedene Spielen, vorrangig in StarCraft 2, League of Legends, Quake Live, dort ihre Profispieler. Und natürlich spricht man ab und zu mit den anderen Spielern, unterhält sich, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mit denen trainieren oder mit denen sehr viel spielen oder sehr viel mit denen zu tun haben. Aber ansonsten, man kennt sich, man versteht sich und Jan? Ja, da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Man sieht sich mal, man unterhält sich mal und vielleicht spielt man mal eine Runde Public, aber generell sind auch die auf so einem hohen Level, dass sie recht viel trainieren und spielt man dann jetzt nicht unbedingt irgendwie viel dann noch nebenher zusammen oder so. Also es kann durchaus mal kommen, dass einer ankommt und sagt, ja, hier Battlefield, hört sich lustig an, ich habe mal Lust drauf, wollen wir mal eine Runde Public spielen, aber das ist jetzt nicht so viel, dass man sagt, sitzen alle irgendwie
in einem Channel stundenlang und dann so trainiert irgendwann mal. Richtig, da gibt der Jan auch Privatstunden für Trainingseinheiten. Ja. Okay, wie läuft es dann zum Beispiel doch mal so unter der Woche ab, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt nicht gerade im Training seid? Habt ihr es da so für euch, also eher speziell jetzt an euch beide halt einzeln gefragt, habt ihr da so andere Spiele, die ihr da quasi nutzt zum, sag ich jetzt mal, runterkommen oder einfach so ein bisschen Abstand gewinnen? Oder habt ihr da ganz andere Methoden? Das heißt jetzt nicht unbedingt zocken, so was habt ihr quasi so als Ausgleich zu dem ja doch ziemlich aufwendigen E-Sport, sage ich jetzt mal? Also ich finde, es ist schon extrem wichtig, noch einen anderen Ausgleich zu haben, neben dem Beruf und neben des Competitive Zockens. Ich betreibe Sport, genau wie so wie der Jan. Ich spiele Fußball noch nebenbei, genau wie du. Und so ein ganz neben Battlefield spiele ich auch noch ein bisschen Company of Heroes, also ja, Fun-Daddeln, ne? Okay, ja. Und Jan? Ja, ich spiele viel ins Fitnessstudio, ich spiele eigentlich zweimal die Woche so aus Fun der Hallen Fußball mit ein paar Freunden und ansonsten einfach mit Freunden treffen, vom PC wegkommen und aus der Spiele spiele ich zurzeit FIFA 14, was natürlich wunderbar geeignet ist, um wieder runterzukommen. Das merkt man. Und ja. Somit erstmal 3 Jahre geflammt, warum der Ball nicht reingeht. Manchmal auch ein bisschen DayZ oder DayZ. Arma 2 Mod. Und ja. Wobei ich noch hinzufügen muss, ist, dass ich verstehe überhaupt gar nicht, warum Jan und ich uns so gut verstehen, weil der ist ein Blau-Weißer im Real Life und ich bin Dortmund-Fan. Nice. Ja, komplett. Ja. Dann müsst ihr auf jeden Fall das so ein bisschen dann, das Thema sollte man vielleicht nicht ansprechen, wenn man unbedingt euch beide da trifft, sonst könnte es eventuell, glaube ich, schwierig werden. Ja. Okay, das zu den Zuschauerfragen, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich da noch eventuell was da habe. Die eine Frage wäre jetzt noch gewesen, wie ist das Gefühl, E-Sportler zu sein? Das ist ziemlich, ja, sag ich mal, eine doof formulierte Frage, aber man könnte es vielleicht so formulieren, wenn ihr zum Beispiel bei Offline-Turnieren unterwegs seid, dann wird es ja wahrscheinlich, es wird eigentlich ziemlich genauso sein, wie wenn ich im Fußball was habe, dieses Teamgefühl, Zusammengehörigkeit, das würde da genauso sein. Es ist halt auch, es ist ein Team, es ist ein kompetitiver Sport und ihr werdet versucht zusammen, wie ihr vorher schon gesagt habt, kompetitiv Team gegen Team was zu erreichen. Und deswegen wird es ja so ziemlich ähnlich sein, wenn es jetzt bei engen Situationen wird mit Adrenalinausschüttung und so weiter. Das ist ja eigentlich dann ziemlich vergleichbar, oder? Ja. Jan, ja, kann man so beantworten, ja. Ja, also du hast uns schon eigentlich die Frage perfekt beantwortet. Bitte, habe ich gern gemacht. Aber, ja, keine. Final auf der Nostrum hat man, glaube ich, beide Teams quer durch die Halle brüllen hören. Da war, glaube ich, nicht viel Platz für irgendwas anderes. Richtig. Das war schon recht lustig. Ganz schön. Also, wir hätten, glaube ich, keinen TS gebraucht, um uns untereinander zu verstehen. Über die Reihen weg. Okay, und dann hat doch eine Frage, was natürlich auch immer viele interessiert. Wenn ihr zum Beispiel bei so Online-Turnieren, Offline-Turnieren unterwegs seid, was sind denn da so die Preisgelder? Was kann man denn so auf eurem Niveau denn da so abzahlen, wenn man erfolgreich spielt? Also, wir hatten ja zuvor einen Direct-Invite für die European Championships auf der Dreamhack in Schweden. Diese waren vor 3 Wochen. Konnten wir leider aus organisatorischen Gründen nicht wahrnehmen, den Termin. Dort gab es 15.000 US-Dollar zu gewinnen. Jetzt auf der Northcom waren es für den ersten Platz, lass mich nicht lügen, 2.500 Euro in Hardware. Für den zweiten Platz gab es 1.000 Euro Hardware und für den dritten 250 Euro umgerechnet. Also das sind so die Relationen. Natürlich ist die Northcom jetzt nicht so umfangreich wie die Dreamhack. Es ist eher so ein Gaming-Festival in Deutschland. Ist ja die größte LAN in Deutschland. Und deswegen waren jetzt dort die Preise nicht so immens wie beispielsweise auf der Dreamhack. Ja, und bei den 4 EMS-Seasons bei den 4 EMS One Season wird es insgesamt 130.000 Euro geben. Richtig. Ja, es ist nichts, wovon man leben könnte, sondern man macht das einfach, ich sag mal, auch aus Spaß an der Sache, aus Spaß am Wettkampf. Ja. Und wenn da nebenher ein bisschen was bei rumspringt, dann ist es auch gut. Aber davon leben oder so, davon sind wir weit entfernt und das ist auch gar nicht unser Ziel. Und das wird mit Battlefield auf absehbare Zeit auch nicht funktionieren. Das funktioniert ja größtenteils nicht mehr mit zum Beispiel Counter-Strike, sondern dann muss man schon eher in die Richtung League of Legends oder StarCraft oder Dota gehen. Richtig. Wenn man das
machen möchte. Ja, also da muss man schon beim Begriff Pro-Gamer muss man schon anfangen zu differenzieren. Wir spielen zwar auf höchstem Niveau in Battlefield 4, spielen jedoch nicht um dieselben Summen wie beispielsweise, wie Jan schon sagte, in StarCraft 2 oder wie die League of Legends Pro-Gamer. Da ist Battlefield 4 ein sehr kleiner Bereich im E-Sport, der sich hoffentlich sehr gut entwickelt in den kommenden Monaten oder Jahre. Der Start ist sehr gut, besonders durch die Ankündigung der EMS One. Und ja, mal schauen, wie es laufen wird. Klingt auf jeden Fall schon mal so ganz interessant. Jetzt wäre nochmal die Frage an euch. Habt jetzt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt zu den Zuschauern noch loswerden wollt? Habt ihr irgendwelche Projekte am Laufen, die ihr präsentieren wollt? Habt ihr ein Buch geschrieben, das ihr vorstellen wollt zum Beispiel? Oder habt ihr noch irgendwas loszuwerden? Ich weiß nicht, Jan, dein Doktortitel? Nein. Ja, falls sich irgendjemand interessiert, Battlefield 4 competitive-mäßig zu spielen, dann kann er dies auf jeden Fall auf der ESL tun, also esl.eu.de. Falls man noch weiteres wissen möchte über unseren Verein, über uns, einfach mal die Homepage besuchen, dort sich etwas umschauen. Da findet man auf jeden Fall immer wieder was Neues, andere Interviews auf escgaming.eu. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wird auf jeden Fall unten verlinkt werden. Ja, ecgaming.de, sorry. Ja, genau. Und ansonsten viel Spaß beim Zocken. Jan? Jan schweigt. Jan schweigt. Ja, ich schweige, genau, richtig. wenn ihr Spaß dran habt oder überlegt, auch in diese Schiene zu gehen oder einfach ein bisschen Wettbewerb sucht, dann sucht euch viele Leute, mit denen ihr spielen wollt und mit denen ihr Spaß habt. Meldet euch in der ESL an und fangt einfach mal an zu spielen. Oder sonst, wenn man allein ist, ist auch das ESL-Versus-System sehr gut. Da kann man als Einzelspieler reingehen und quasi mal so ein Match erleben. Und ja, wenn ihr zugucken wollt, es gibt eigentlich immer relativ viele Streams von Turnieren auf Twitch TV. Da kann man immer vorbeigucken, da gibt es kommentierte Streams auf Deutsch und Englisch. Das ist immer recht interessant. Und ja, ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie gesagt, guckt dazu und würde uns sehr freuen. Okay, dann danke an der Stelle auf jeden Fall an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch den Fragen zu stellen. Was ich jetzt noch an euch Zuschauer da draußen sagen kann, lasst gerne Feedback unter den Kommentaren da, wie euch dieses Format an sich gefällt, mit einem ziemlich lockeren Interview mit euren Fragen an die sogenannten, wie ich vorher schon erwähnt habe, Pro-Gamer, was ja so ein wenig verneint wurde von den beiden mit dem Begriff Pro-Gamer. Sagen wir mit E-Sportler. Ich glaube, das passt, ja, passt besser, oder? Sagen wir E-Sportler. Ja, passt gut. Gut, sagen wir E-Sportler. Genau, falls euch das Format so gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Feedback mit einem sinnvollen Kommentar, mit dem ich was anfangen kann, weil dann können wir eventuell auch bei späteren Formaten die ein oder Sachen noch verbessern oder ändern, was ihr besser haben wollt. Dann wären wir jetzt, wie gesagt, schon so am Ende. Ich sage nochmal Dankeschön an euch beide und wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei weiteren Turnieren und Events. Und ja, ich wäre dann soweit fertig. Wünsche euch draußen noch einen restlichen schönen Tag. Und darf ich noch einen... Ja, hau, komm, rein, rein. Shoutout ja, mach einen Shoutout. Willst du jemanden grüßen? Mutter, ja, Vater? Nein. Die werden das später vielleicht mit... Nein, ich würde den Too Easy gern grüßen. Das ist der Team-Captain von Fnatic. Da er mich letztens in einem Interview gegrüßt hat, muss ich ihn jetzt zurückgrüßen. Ja, haben wir aufgenommen. Da freut er sich jetzt bestimmt drüber. Da freut er sich. Okay, gut. Schön war es. Jan vielleicht noch. Ja, Jan, du auch noch jemanden grüßen? Ja, ich möchte Toasty grüßen, als Freund aus DF2-Zeiten. Und natürlich möchte ich mich auch mal bedanken bei unseren ganzen Sponsoren. Also Raidsonic, Zekras, Icybox und Sennheiser. Und bei dir natürlich danke für dieses Interview. Es hat auch uns sehr viel Spaß gemacht. Und, genau. Okay, dann hauen wir jetzt die Abmoderation rein, oder? Ist es okay für euch zwei? Ja, machen wir das. Wunderbar. Okay, dann sage ich jetzt noch zum fünften Mal Dankeschön an euch zwei. Und, und wir sehen uns beim nächsten Interview hier da draußen. Und bis dahin wünsche ich euch nur noch... wünsche euch noch ein viel Zeit, ciao und Servus. Bei der neuen FIFA 14 Generation für Xbox One und PS4 haben wir uns dafür entschieden, den Turniermodus, der nur für einen sehr geringen Prozentsatz aller absolvierten FIFA 13 Partien verantwortlich war, nicht zu integrieren, um den Fokus auf die wichtigsten Bereiche und Modi des Spiels zu legen.